Grüezi und willkommen zum Cash Börsentalk vom Freitag, am 27. Juni. Gast heute, wie jeden letzten Freitag im Monat, ist der Cash-Guru Freddy Herbert. Mit ihm schauen wir an, was die Börse diese Woche gemacht hat. Und es ist das erste Semester vorbei. Dann schauen wir auch zurück, was die SMI-Entwicklung war und die Einzeltitel drin im letzten halben Jahr. Das heisst aber auch, wir machen einen Blick, führen dann auch, was mit der Börse weitergehen kann. Freddy Herbert, ich habe es gesagt, es war nicht so eine gute Woche für die Börse. Jetzt, wir hatten schwache Wachstumszahlen in den USA. Wo stehen wir mit der Börse? Ja, wir sind im Gegensatz zu vom Monat, wo ich noch relativ optimistisch war, ist in diesem Monat viel passiert. Vor allem die schlechten Wirtschaftszahlen aus Amerika. Die wollen und wollen einfach nicht, obwohl man sie immer schönreden will. Und die Börse zeigt also sehr grosse Müdigkeitserscheinungen. Wir haben hier einen Chart vorbereitet, das ist die Entwicklung des Swiss Market Index in den letzten 12 Monaten, also Mitte letztes Jahr. Und man sieht hier ganz rechts raus den Absturz, den wir hatten jetzt diese Woche, vor allem am Mittwoch. Das hat dazu beigetragen, dass der Swiss Market Index auf einen 6-Wochen-Tief gefallen ist. Das haben wir also schon lange nicht gesehen. Was sind das für Signale für Sie? Sie haben gesagt, Ermüdungserscheinungen, wie geht das weiter? Also aus der alten Börsenerfahrung muss ich sagen, Stillstand gleich Rückgang. Was mich aber noch mehr stört, ist, dass die Volatilität zurückgegangen ist. Das zeigt mir, dass eigentlich ein Haufen verkauft haben, schlechte Käufer eigentlich und eher bessere Verkäufer. Also Bad Buying, das ist meistens so ein Vorbote, dass einfach ein bisschen etwas gekauft wird, aber man weiß nicht warum. Und das gefällt mir eigentlich weniger und vor allem der Volatilitätsindex. Sie haben vor 4 Wochen, als Sie hier waren, gesagt, dass man 9'000 Punkte im Swiss Market Index, dass man das durchaus noch sehen könnte heute, also beziehungsweise in diesem Jahr. Müssen Sie jetzt Ihre Meinung ändern aufgrund der Entwicklung der letzten Tage? Langfristig bleibt es immer noch drinnen, aber es ist schon so, wir sind ja fast auf 8'8 aufgesprungen, also im Trend hat es gestummt und seitdem hat eben alles passiert, was ich gerade erwähnt habe. Wie muss sich ein Anleger jetzt positionieren für das zweite Halbjahr? Man hört ja häufig, ja, die Wirtschaft zieht trotzdem überall an, vor allem in Europa. Man sollte mehr zyklische Aktien rausnehmen und investieren. Wie sehen Sie das? Ich glaube schon, das ist, man muss nicht vergessen, was eigentlich der Markt am Leben erhalten ist. Die Unmengen von Geld, die man schwimmen. Und das wird ja noch mehr werden, gerade im zweiten Halbjahr, jetzt nächste Woche, wenn wir das erste Halbjahr vorbei haben, also die Halbzeit vom Jahr vorbei haben. Es ist einfach so viel Geld rum, dass die Leute gar nicht wissen, was machen und quasi aus Verlegenheit und so noch ein bisschen Aktien kaufen. Aber die grosse Überzeugung ist nicht mehr drin. Da sieht man auch die Rotation innerhalb der einzelnen Anlagekomponenten. Also wir haben es gesehen vorhin, der 12-Monats-Chart, der zeigt, ja ständig offen in den letzten Jahren, mit verschiedenen Teilen drin natürlich, oder wie das ist in der Börsenentwicklung. Also das heisst jetzt im Prinzip, dass jetzt in der Phase, in der wir sind, sind wir in einer Abwärtsphase, aber dann geht es wieder offen. Das kann man nicht sagen, es hängt eben von vielem ab und vor allem eben vom Anlagebedürfnis und vom Anlagenausstand, der weiterhin besteht. Und darum ist es schwer, etwas zu sagen. Man muss einfach sagen, dass man jetzt, es tönt banal, mehr vorsichtig muss sein als vielleicht vor einem Monat und zwei. Weil da hat es einfach Sachen, die, wenn man die Kurse anschaut, schon recht zurückgekommen sind. Stichwort zurückkommen, das ist vor allem eine Aktie in der Schweiz, also vom Swiss Market Index. Das ist die Aktie von der UBS. Wir haben hier auch einen Chart vorbereitet. Das ist der Chart von den letzten 6 Monaten, also beziehungsweise von Anfangsjahr bis jetzt. Man sieht hier eindeutig, die Aktie von der UBS ist auf einem 6-Monats-Tief, also auf dem Stand von Mitte Dezember. Und man sieht hier regelrecht einen Absturz in den letzten 2 Wochen von dieser UBS-Aktie. Fast 10% verloren. Was ist da los? Ja, ich kann noch zuerst mal sagen, Vorwärtskameraden, wir müssen zurück. Und zweitens, muss man nicht vergessen, wir haben diese Woche jetzt in Bern ein Abkommen mit den Franzosen gemacht, dass man sogar Gruppenabfragen machen kann. Man kann todsicher sein, dass die Franzosen jetzt auf die Schweizer losgehen und der hinterste Kunde loseisen, was sie noch haben, Schwarzgeld. Und man weiss, dass gerade in Frankreich die UBS im Visier der Franzosen ist. Und jetzt noch zusätzlich von Belgien. Ich höre, dass die Franzosen, die sie alles ausgeschöpft haben für ihre CD, der Abfall, wo alles Belgien war, der Belgien verkauft haben gegen andere Quelligkeiten. Und jetzt Belgier auf dem weiterreiten. Also es kommt mir vor wie ein Stein, wo man ins Wasser geht und die Kreise werden immer grösser. Also sagen Sie eigentlich immer Hände weg von diesen Grossbankenaktien, weil man
Es kommen jede Woche wieder Bussen, Sanktionen. Sage ich seit 2 Jahren und es war immer recht. Ich lenke den Mist nicht an, ich kann es nicht anders sagen. Und es war bis jetzt richtig. Handkrumm könnte man ja dann wieder mal mutigen Investor hier einsteigen. Ja, aber mutigen Investor muss ja ein Kaufargument haben und sagen, es ist ein Schnäppchen oder etwas. Und die fehlen. Also da braucht es also ein bisschen mehr als Fantasie, um zu sagen, dass jetzt hier der Turnaround ist. Machen wir einen Blick auf das letzte Halbjahr. Eben, wir haben Mitte Jahr, da ziehen wir meistens ein bisschen Bilanz. Man schaut die Charts an, welche Titel im Swiss Market Index sind gut gewesen, welche schlecht. Ich habe das mal rausgelassen. Top ist Actelio mit fast plus 50%. Und dann am anderen Ende Julius Baer mit minus 14%. Also da spielen sicher auch wieder die Bussen von der USA, die erwarteten Bussen. Eine Rolle von dem Department of Justice, Entschuldigung. Das ist eine grosse Schere, die sich da auftut. Plus 50, ja, gut, minus 14. Bei den Bären speziell, die haben sich natürlich übertan und die werden jetzt zur Kasse betteln und das wird weiterhin da ein bisschen der Seuchengang sein. Die müssen, bis die sich konsolidieren und erholen, sie haben sich also ein bisschen viel vorgenommen und jetzt wird Rechnung präsentiert. Auf Kosten der Aktionäre. Richtig, ein anderer Titel, der auch solid ist, ein Swatch. Nicht? Das, ist eben... das ist auch minus 10% ja. In diesem Jahr. Also... Ja. Und obwohl er von allen hochgejubelt wird und gemacht wird, muss man es nicht vergessen, ist einfach der grosse Hauptmarkt China schon weg. Das bestätigen sogar die Juweliere und die Uhrenhändler in der Bahnhofstrasse. Ja. Da kannst du auch 6 Omega kaufen, um das Personal zu verschenken. Ist aber nicht so viel Gewinn drauf wie für eine grosse, teure Uhr. Und das geht immer weiter. Heute kann ja kein Chinese irgendeinen höheren Chinesen Uhr haben. 5 Minuten später ist er auf Facebook und im Twitter und er wird verschleppt. Nicht? Und das wird sich nicht so rasch holen. Genau, da einen Chinesen aufräumen dort. Mit ja. Und das wird sich nicht so rasch korrigieren. Und das ist natürlich mühsam. Und da müssen sich die anstrengen. Und auf dem Uhrengebiet gibt es jetzt noch mehr Konkurrenz, wenn auch die Amerikaner kommen mit ihren Portable Data Uhren und so, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist ein Hell Business. Mm. Eine andere Aktie, die wirklich auch schlecht performt hat im SMI in diesem Jahr, ist die Aktie von ABB. Minus 13% in diesem Jahr. Es hat schlechte Erstquartalszahlen gegeben. Die Aktie ist dort, ich mag mich erinnern, 7% abgestürzt, als die Erstquartalszahlen rausgekommen sind. Aber wenn man den Chart der letzten 10 Jahre anschaut, wir haben den hier rausgelassen, ABB-Aktie letzte 10 Jahre, man sieht hier, also die Aktie ist eigentlich dort, wo sie vor 5 Jahren schon war, im 2009. Die klebt immer so ein bisschen an dieser 20-Franken-Grenze. Also das ist nicht gefreut für einen Aktionär. Überhaupt nicht. Für mich ist das ein klassisches Beispiel, wenn man es so anschaut, bis es hier jetzt eindrücklich gezeigt wird. Das ist eine Kapitalgüterindustrie, eine Ausrüstungsindustrie. Und das ist eigentlich erst in der zweiten Phase, dass man wieder investiert, grosse Sachen macht und so. Und das wird laufend ein bisschen zurückgestellt. Man sieht jetzt auch an den Auftragsbeständen, die reinkommen, die sie verarbeiten. Und das zeigt mir, dass die grosse Allgemeinheit, die gescheiden Leute, den Erholung von der Wirtschaft weltweit noch nicht trauen. Und solange dem nicht so ist, wird auch hier einfach ein bisschen rumgeflattert. Also Siemens, ich habe den Aktienkurs von Siemens noch schon angeschaut vorher. Über die letzten 10 Jahre ist auch nicht viel besser, aber dort zeigt es immerhin in den letzten 12, 18 Monaten aufwärts, im Gegensatz zu ABB, wo es ja gut, die haben ein bisschen böse saniert, das hat ABB schon vor 10 Jahren gemacht. Das ist einfach Zeit verschoben. Wenn man jetzt ja länger würde schauen würde, könnte man die alle übereinander deckungsgleich legen. Vielleicht noch ein Titel im Swiss Market Index, das ist Novartis. Die haben 13% zugelegt in diesem ersten halben Jahr. Roche nur, Anführungsschluss, 5%. Hat Novartis Roche geschlagen in diesem ersten halben Jahr? Ist das gerechtfertigt? Ich glaube schon, das ist der Nachwasela-Effekt, dass man total aufgeräumt hat, dass nicht mehr von ihm da ist und dass man es neu macht. Und eigentlich die ja, Last, kann man ja nicht sagen, aber das abgeworfen hat, den Rucksack, und es anders macht. Und das führt zu einer Neubeurteilung. Also es ist auch... Also es ist ja, Novartis ist ja ein gemischt, Pharma-gemischt Waren und das ist die Büchse der Pandora. Sofort, sofort hat man wieder Hoffnung und sagt, die haben alle Chancen und noch mehr. Und das ist eigentlich dadurch erklärbar. Also, mir ist bei beiden wohl. Gut, machen wir einen Themenwechsel noch. Ein Thema, das vor allem auch Immobilienbesitzer bewegt, aber auch die Mieter, ist die Zinssituation in der Schweiz. EZB haben wir gehabt, SNB. Und aus diesen beiden Zinsentscheiden ist eigentlich, oder Zins- und geldpolitischen Entscheiden ist bekannt worden, dass Zinsen, Euroraum, Schweiz,
das bleibt in den nächsten 3-4 Jahren sehr, sehr tief. Das heisst, der Immobilienmarkt bleibt heiss. Wir haben tiefe Zinsen, steigende Bodenpreise, dann der Bund, der auch eingreift jetzt auf verschiedene Art und Weise, versucht den Boom ein bisschen abzumildern. Erinnert Sie das nicht auch ein bisschen an die Ende 80er, 90er Jahre? Man zieht da oft Parallelen. Wie war das damals da? Nein, das kann man auf keinen Fall vergleichen. Wir haben vergessen, damals haben wir Hypothekenzinsen von 8% und mehr. Da sind die Leute verblutet am Hypozahlen. Während heute kann man 10-Jährige jetzt wieder haben für 1,5%. Wenn einer das schlau macht und jetzt auf 10 Jahre 1,5% Zins macht, ist er für 10 Jahre versorgt, unabhängig, was es gibt. Und das gibt ganz eine andere Perspektive. Es gibt sogar recht, wo man sagt, es ist an vielen Orten fast vorteilhafter, ein Häuschen zu kaufen mit diesen Hypotheken und gewissen Eigenmitteln, als dass man eine Wohnung mietet. Nachher hat man dafür noch ein Häuschen. Und das stützt den Markt. Also ich würde beide überhaupt, das wäre noch schlimmer als Äpfel mit Birnen. Aber momentan, eben das Nullzinsumfeld bleibt uns ja eben 3-4 Jahre noch erhalten. Wenn man jetzt Man muss sehen, dass die Hypotheken 10-Jährige so billig sind und jeder Schleimer oder nennt Libor-Hypotheken. Eben, das wollte ich mal sagen. Libor, ich meine, jetzt machen wir von Libor setzen, nach wie vor. Aber ja, ich habe viele Freunde, die mir sagen, sie sind im Libor und bleiben. Und erst wenn der Libor über die Schmerzgrenze geht bei der Hypothek, wird man den 10-Jährigen nehmen, nur ist die dann nicht mehr 1,5%. Ihr Haus, nehme ich an, haben Sie schon lange abgezahlt? Hat der Boden noch mit 20 und 50 Franken gekauft. Jetzt haben sie gerade verschrieben für 6'000 damit. Also, was soll ich sagen? Gute Investition? Ja, es fällt mir schwer zu sagen, ja. Nochmal eine Frage. Wir haben das letzte Mal, also vor 4 Wochen, haben wir hier über die Schweizer Fußballnationalmannschaft geredet. Chance, jetzt sind wir in den Achtelfinals. Am Dienstag gegen Argentinien. Jetzt, wo Sie das letzte Mal so gut prophezeit haben, was mit der Nazi passiert, jetzt haben wir doch noch gerne einen Tipp von Ihnen. Für eine Zistung. Ah, ja, das wenn ich den Flug heimbuchen. Den Flug heimbuchen, das heisst, die Schweiz verliert eindeutig gegen Argentinien. Tut sicher, was ich gewettet. Gut, wir meinen jetzt die Frage wie viel, aber trotzdem danke für den Besuch und merci für die Einschätzung, Freddy Herbert. Das war es vom Cash Börsen Talk vom Freitag, am 27. Juni. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche ein schönes Wochenende. Adi miteinander.